I'm Thomas Anderson. Like many of you, I work with computers. I like the freedom I feel outside the limitations of the real world. But computers are also mirrors, reflecting back who and what we are and the choices we make, the worlds we build. They also confront us with questions about why we want to choose this over that, why we want to make X instead of Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill, and I show you how deep the rabbit hole goes. This isn't real. What is real? How do you define real? For instance, I'm not even sure why I'm here. I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here, that it was important for me to ask people, how do we know what is real? Hi, I'm Keanu Reeves. Over 20 years ago, I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Those films pioneered digital cinema with shots like bullet time. Back then, we talked a lot about where the digital age might take cinema and narrative. In an industry where actors have tried to remain perpetually young, we wondered about digital faces that could become immortal. Hi, I'm Carrie Ann Moss, and I played Trinity in the Matrix films. 20 years ago, we asked ourselves how long it would be before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes. We wondered, what would identity mean in a completely digital world? And what would reality mean when a world we can build feels as real as our own? Theoretical mumbo jumbo, but they needed some sexy action. Who's that? The marketing people. Marketing? I thought we were supposed to have total creative control. Welcome to the Matrix. This is a sim preparing me to fight the system. Right on. You know about this? Yeah. It's all supposed to be a little unreal. Word of advice. Agents are bad, but whatever you do, stay the hell away from marketing. See you soon. So, what now? Haven't you ever watched a movie before? Shoot the tires. Say no more. You drive. I'll shoot. Okay. Alter, ist das laut? Digga, was ist das für eine Scheißgrafik? Ich meine, die ist übel geil. Ist richtig, richtig geil. Oh mein Gott. Und ich bin scheiße im Zielen. Und ich muss nicht mal zielen. Tot. Oh mein Gott. Schieß doch auf die scheiß Reifen, Kollege. Bisschen Zielwasser. Oh mein Gott, Alter. Was springst du hier, den Frosch? Oh mein Gott, Alter. Das ist die Zukunft von Gaming, Alter. Scheiße. Also, das war geplant. Es ist laut. Sorry, boys. Of course they have a helicopter. Hang on.
es geht weiter, warum? Ich will doch nur genießen! Alter, ich bin in Matrix drin! Feuerwerk ist verboten. Corona. Digga, YouTube strikt mich, weil sie denken, das ist ein Film. Ich sehe das jetzt schon. Alter. Komm schon. Verpisst euch. Stirb, scheiß Helikopter. Stirb. Wie viel hält der aus, Alter? Alter, wie geil. Alles klar. Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts. War ich nicht. Können wir noch auf eBay verkaufen? Unreal Engine 5. Und das ist die Zukunft von Gaming. Alter, wie geil sieht das bitte aus, Mann. Sieht aus wie ein Film. Ah, ich kann dasselbe machen. Ah, Glühbirnen. Nein, Spaß. Achso, okay. Krass. Tag und Nacht? Mit einem Knopfdruck? Willst du mich verarschen? Alter, heftig. Keine Ladezeit, nix. Keine Ruckler. Kein Plan, was das soll. Für die auf LSD-Trip wahrscheinlich. YouTube-Video gelb. Oh ne, das ist körnig, das gefällt mir nicht. Was ist daran geil, Alter? Das ist viel besser so. So, bestimmt ist das für Entwickler oder so. Keine Ahnung. Nee, also... Das Pixelige, das gefällt mir gar nicht. Auch in Filmen und so gar nicht, Alter. Das sieht einfach scheiße aus. Und jetzt können wir zocken. So, moin. Kilian aus der Vergangenheit. Hier ist Kilian von 2025. Wir spielen hier Matrix. Nein, Spaß. Geil, Alter, ob. Und dort ist gerade irgendwas passiert. Fliegen? Wie fliegen? Als ob. Nee, oder? Oh mein Gott. Schau doch das an. Du willst mich doch verarschen, oder? Oh mein Gott. Kann ich hier in die Häuser schauen? Ich will in die Häuser schauen hier. Haben Sie daran gedacht? Schaut hier jemand mein YouTube-Video? Ist das ein Fernseher? Schaut hier jemand mein YouTube-Video?
Aha, alle Kieran Berge abonnieren. Genau, das ist richtig. Aber die Textur ist hier gerade nicht so geil. Aber was habe ich erwartet in der Demo? Wenigstens sieht alles anders aus, oder? Boah, ey, langsam, ey. Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ah, hier, der schaut auch Kieran Berge Videos. Sehr gut. Okay, gehen wir wieder auf die Straße. Okay, kurze Ladezeiten. Okay. Ich kann auch rennen. Leckt es vielleicht? Nee, alles flüssig. Zumindest hier. Wenn ich spiele auf YouTube, kein Plan. Geil, geil, geil. Ich hoffe, die Musik ist nicht der Ding. So, dass ich gestrikt werde, sonst habe ich ein Problem. Kann ich auch fahren? Warte. Ich will da rein. Geht hier erst. Was? Moin, willkommen zu einer neuen Folge Need for Speed. Most Wanted 2. Alters ob. Oh mein Gott. Okay, ja, jetzt FPS-Einbrüche. Aber für so eine riesen Welt mit dieser Grafik ist es noch ziemlich flüssig. Alter, das sieht aus. Digga. Ich komme jetzt aus New York? Oder wo das spielt? Oh, tut mir leid. Ist nur ein Kratzer. Alter, wie geil sieht das aus? Ich bin sprachlos. Oh, rot. Moin, was geht? Kann ich auch hupen? Nee, das geht nicht. Schade. Mach mir ein Straßenrennen gegen uns selber. Cool, Alter. Schaut euch das mal an. Ja, FPS-Drops, das ist klar. Weißt du, und... zwei Menschen getötet, aus Versehen. Mit Pflaster geht das schon. Okay, was können wir noch machen? Muss ich aussteigen? Wie kann ich aussteigen? Mit X. Okay, und jetzt können wir noch... Menü. Oh Gott, sie stehen. Als ob. Niemals, oder? Schaut mal da links oben. Ich kann die Sonnenbahn ändern. Da sieht man es unter dem Haus da links. Als ob. Oh mein Gott. Du willst mich doch verarschen. Was können wir noch machen? Menschenmenge reduzieren. Was passiert dann? Oh, okay. Das lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Okay, machen Apokalypse. Menschen existieren nicht. Gut, machen wir wieder auf 100%. Verkehr können wir... Verkehr. Junge, lern Deutsch, Alter. Verkehr können wir auch ausstellen. Geparkte Autos auch. Gruppen und Verkehr. Kein Plan. Vortexfilter aus. Oh mein Gott, jetzt ist es noch viel realistischer. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist das geil. Aber wir machen an, weil Matrix... Werbung, Hashtag Werbung. Matrix-Film kommt ja bald. Nanite-Ansicht. Oh Gott, oh, nee, wir lassen es so. Was können wir noch machen? Nur ein bisschen rumfahren wahrscheinlich, das ist ja nur eine Demo. Können wir auch Leute töten? Ich will dich boxen. Ich will dich boxen, komm, boxen jetzt. Die haben Angst vor mir, oder? Boxen. Boxen. Wieso bist du so groß, Kumpel? Digga, wie klein bin ich denn? Wie die mich anschauen. Ein ganz normaler Mensch, der auf den Straßen rumläuft, das wäre dann nix. Nicht hupen hier. Ich fahr ja schon. Alter, ist das geil. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, das ist geil. Aber mehr kann man auch nicht machen, das ist halt nur eine Demo. Ich mache jetzt mal Vollspeed. Wie viel kann ich fahren? Wie viel mph oder km/h und oh, scheiße. War da was? Hallo? 80, komm schon. 100, komm schon. 100. 100 muss. Oh, Achtung, ich muss da durch. Achtung, oh. Tut mir leid, Achtung. Formel 1. Komm ich da durch? Komm schon, ich schaff das. Mehr oder weniger. Ja, geil. Dann steige ich jetzt noch aus. Oh, es gibt sogar Kratzer am Auto. Das heißt, man kann das Auto zerstören. Ich wollte gerade sagen, wir beenden das Video hier, aber wir versuchen jetzt das Auto
zu zerstören. Er hat den Motor gar nicht ausgestellt. Unrealistisch. So. Wo fahren wir rein? Ja, alles klar, wir driften. Okay, das Auto fährt sich wie Playmobil. Aber scheiße, das ist nur eine Demo, Alter. Das ist die Zukunft. Achtung, tut mir leid. Ich muss hier mal durch. Ja, danke schön. Wie geht's gut, alles klar. Was war das? Alter, wie geil das sieht das aus. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Alter. Oh, tut mir leid, sorry. Achtung. Was denkt ihr, wie viel ist das Auto noch wert? Auf eBay bestimmt so 2 Euro. Was war das? Ich hab so viel Spaß, Alter. Das ist wie GTA 20. GTA 20 ist das. Achtung, Menschen, Achtung. Ihr müsst aufpassen, Auto haben Vortritt. Achtung, ich muss hier mal durch, danke. Viel zu viele Autos hier. Weißt du was? Wir machen das mal kurz, wir stellen kurz Autos aus. Nee, das wollte ich nicht. Verkehr machen wir jetzt aus. Das brauchen wir nicht. Wer braucht schon... Komm, Menschen auch weg. Weg mit Drecksmenschen. Raus damit. Drecksviecher. Raus mit den Viecher. So. Und Gas jetzt. Jetzt zerstören wir uns das Auto. Alter, wie geil sieht das bitte aus. Und ich hoffe, die Autos kriegen dann auch noch ein Upgrade. Weil die Autos sehen nicht so realistisch aus. Aber der Rest ist echt... Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Hier kommt Thumbnail, komm. Das muss ich jetzt machen. Ist mir egal, ob es ein Video ist oder nicht. Das muss sein. Oh, meine Fresse. Schau nach vorne. Kannst du nicht mehr nach rechts stehen, bitte, für das Thumbnail? Schau nicht dahin, hallo. Perfekt, danke. Okay, jetzt Mission Auto zerstören. Ja, moin, gib Gummi, gib Gummi. Kamehameha. Mal schauen, wie das Schadensmodell jetzt gerade ist. Wo fahren wir rein? Wie viel kann ich fahren? Oh, der Controller ist am Vibrieren. 100, komm schon, 100. Komm schon. Dass das nicht geleckt hat? Okay, mehr kann man es also nicht zerstören. Ja, moin. Scheiß drauf. Da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Aber dieses Spiel, ich muss ja sagen, dieses Spiel ist krank. Das ist nur eine Demo. Eine Demo, wie die Zukunft aussieht in Unreal Engine 5. Ihr müsst euch das mal geben. Schaut euch das... Was hört sich hier so komisch an? Sicher Joel Fisch und Anleger hier. Gruppensex hier. Genauso hört sich das immer an. Alter, sieht das krank aus. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aber dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal und vielleicht auch mit so einem Spiel, das diese ähnliche Grafik hat, wer weiß. Aber zuerst mal machen wir Jurassic World Evolution 2 fertig. Das gibt eh so 80 Folgen gefühlt. Und dann... Kommt wahrscheinlich dieses Spiel hier dran. Und dann Dying Light 2, oder wie man das ausspricht. Ja, wir schauen mal. Haut rein.